Ja, und noch vor der Pressekonferenz gibt es wie immer unseren Live-Talk. Auch heute hat unser Michael Küster jemanden am Mikrofon und diesmal höre ich, ist es Ralf Gunnisch. So, ein 1:1 im Heimspiel gegen, ja, doch einen der Mitfavoriten in dieser zweiten Bundesliga, gegen den 1. FC Kaiserslautern, bei mir Abwehrspieler Ralf Gunnisch. Ralf, 1:1, den Ausgleich dann gemacht, kurz vor Schluss, war es ein glückliches oder ein verdientes Unentschieden aus deiner Sicht? Also meiner Meinung nach ein verdientes Unentschieden, den Punkt nehmen wir sehr gerne mit. Ich denke, die Lautra unterm Strich, am Ende raus sind sie auch zufrieden. Ich denke, gerade zweite Halbzeit haben wir richtig ordentlich nach vorne gespielt, sehr mutig gespielt. Erste Halbzeit leider nur phasenweise. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben heute gegen Kaiserslautern gespielt, die gezeigt haben, dass sie definitiv zu den Top-Favoriten der Liga gehören dieses Jahr. Trotzdem habt ihr gegen den Top-Favoriten, fand ich, in der ersten Halbzeit relativ wenig zugelassen. Ein paar Fernschüsse, aber so wirklich vor den Kasten kam da nicht recht viel. Ja, das war halt das, was wir uns vorgenommen haben, weil wir natürlich um die Offensivqualitäten der Lauterer wussten. Ich meine, allein Idrissou und Bunyaku stehen für Qualität in der Offensive. Da hatten wir hinten ordentlich zu tun, hatten wirklich eine Handvoll Arbeit. Aber mit Unterstützung des Mittelfelds bzw. in der Kompaktheit der ganzen Mannschaft haben wir das ganz gut hinbekommen. Und dann exemplarisch der Ausgleichstreffer mit dem wunderschönen Angriff dann auch entsprechend nach vorne gespielt. Davor aber auch in 2-3 Situationen richtig Glück gehabt, als die Lauterer da frei vor dem Kasten in der zweiten Halbzeit dann aufgetaucht waren. Braucht man das Glück, wenn man punkten möchte in der zweiten Liga? Das brauchst du definitiv und das erarbeitest du dir auch. Das ist nichts Geschenktes. Das stimmt, dass da Unzulänglichkeiten im 16er waren, wo wir den Ball natürlich ganz klar klären müssen, wo wir sie einladen. Gott sei Dank haben sie es nicht in voller Konsequenz bei allen Situationen genutzt, sodass uns die Möglichkeit geblieben ist, den Ausgleich zu machen. Und wie schon gesagt, ich fand den ganzen Spielzug zum Ausgleich, das war genau das, was wir uns vorgenommen haben. Ballgewinn, schnell umschalten, Flanke und dann steht Manu Schäffler Gott sei Dank richtig. Wie zufrieden geht man jetzt in die Länderspielpause mit diesem einen Punkt? Man hat gegen einen der Top-Favoriten nicht verloren. Ich denke, mit dem Punkt können wir leben und gehen einfach aufgrund der Leistung wirklich mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause und bereiten uns auf 3 schwere Freitagabendspiele vor, wo wir dann weiter punkten möchten, um unser Konto aufzufüllen. Das nächste dann schon in 2 Wochen in Duisburg. Dankeschön erstmal für den Moment, Ralf Gunnisch. Bei uns geht es gleich weiter hier im Audi Sportpark mit der Pressekonferenz und den beiden Trainern Thomas Oral und Franco Foda.